Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Steelbook Unboxing. Diesmal von Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja, eine animierte Serie, DC Animated Movie. Und ja, wie ihr schon sehen könnt, ist es wieder mal eine andere Sprache. Und zwar gab es dieses Steelbook exklusiv nur bei Amazon Frankreich. Jawohl. Hier in Deutschland gab es nur die Blu-ray, also eine Amaway. Und ja, und ich dachte mir, ich glaube, ich habe jetzt dafür echt nur 15 Euro bezahlt. Und genau. Warum soll ich für eine Amaway 15 Euro bezahlen, wenn ich doch für 15 Euro ein schickes Steelbook bekomme? Okay, ich muss sagen, ich glaube, dieser Film hat keinen deutschen Ton. Also muss ich warten, bis mal so eine Aktion kommt, wo ich für 10 Blu-rays a 50 Euro zahle oder eine Aktion kommt mit 5 Euro. Ne, ihr wisst, was ich meine. Oder ich bekomme es günstig bei eBay. So, jetzt machen wir erstmal die JFK-Karte ab. Oh, muss aber sagen, es sieht geil aus, das Steelbook. So, dann schauen wir uns mal die JFK-Karte an. Hier hätten wir die Protagonisten, die Turtles, Batman, Robin, Batwoman, Catwoman, ich weiß es nicht. Und ja, Tonformat, ja, ich weiß nicht, ob Allemand Deutsch ist. Allemand auf Französisch. Französisch heißt es Deutsch, weiß ich jetzt nicht. Da muss ich noch mal gucken. Vielleicht ist es doch mit deutschem Ton. Das wäre natürlich cool. Ich schaue gerade, wie lange die Zeit. Ach, da haben wir sie. 86 Minuten geht der Film. Und jetzt schauen wir uns mal das Steelbook hier an. Ja, auf jeden Fall ein Hochglanz gemacht, das Frontcover. Und auf jeden Fall ein schönes Artwork mit den Turtles und Batman noch drauf. Das sieht ein bisschen aus, als wenn er Spider-Man wäre, mit selben Seiten. Aber gut, so, dann gehen wir mal zum Bein. Da hätten wir oben das Blu-ray-Logo. Dann den Filmtitel Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles. Dann Nickelodeon, DC-Logo und Warner Bros.-Logo. Und hinten auch in Hochglanz gemacht. Ja, ich würde sagen, das ist Gotham, oder? Ich würde sagen, das ist Gotham. Jetzt kein atemberaubendes Artwork hinten. Aber ich muss das noch ein bisschen zurück. So ist das besser, ja. So, jetzt sieht das Steelbook im ganzen Format aus. So, dann hat man hier die Blu-ray-Disc. Die Blu-ray-Disc gefällt mir aber. Die sieht cool aus. Und dann hat man einen schicken Innendruck über das ganze Steelbook. Und ja, es ist so schwarz-weiß gemacht. Aber man kann halt noch erkennen, dass die Turtles ihre Farben da haben. Und auch Batman mit seinem Logo. Also sieht schon geil aus. Der Innendruck sieht auch richtig geil aus. Ja. So. Ja, jetzt ist es halt spannend. Ob der Film auf Deutsch ist, das weiß ich natürlich nicht. Ich dachte, da stand, dass er keinen deutschen Ton hat. Muss ich mal gucken, was Allemand heißt auf Französisch. Was das für eine Sprache ist. Aber es könnte eigentlich Deutsch sein, ne? Allemand? Weiß ich nicht. Aber gut, das war's jetzt vom Steelbook Unboxing von den nee, vom Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles Steelbook. Wenn das Video euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich, bleibt dran, bis dann, euer Steffo. Ciao, ciao.